Hallihallo und moin moin und damit willkommen zurück hier zu Blade and Soul, der Questhilfe mit meinem Charakter Ansoria. Ja, wir sind mittlerweile im Akt 2, Kapitel 6 fertig, stehen quasi hier vor Kapitel 7, aber ich muss mal wieder eine kleine Zwischenquest einfügen hier. Und zwar diese hier, eine Lila-Quest, die wichtig ist. Da wird es noch einige Quests geben. Wie gesagt, hier geht es um meine Kampffähigkeit, um die zu verbessern. Ist alles notwendig, denn nur dadurch lerne ich quasi noch weitere Skills. An den Hochstapler, der vorgibt, von der Hongmun-Schule sein. Lügner, alle Schüler der Hongmun wurden beim Angriff Jin zu Yuns getötet. Eure Antworten beschämen Meister Hong und werden nicht ungestraft bleiben. Werden wir sehen. Ich fordere euch heraus, mich im verlassenen Brunnen zu treffen. Dort werden wir sehen, ob ihr wirklich einer von Meister Hongs Schülern seid. Ja, da waren wir ja schon mal im verlassenen Brunnen. Und war leider kein Wasser drin. PS, sobald ihr meinen Unterschlupf betretet, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ihr noch etwas anderes im verlassenen Brunnen vorhabt, erledigt das zuerst. Ach, zum Glück habe ich das getan. So, also nochmal da zurück. Ja, ist gut. Aber offenbar, wollte gerade sagen, nehmen wir keine Notiz von mir, aber diesmal haben sie gerade Notiz von mir genommen. Aber ich laufe ganz einfach hier wieder rein. Und die Fledermäuse. So, theoretisch könnte man eigentlich runterspringen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich schon die alle Fähigkeiten hier habe, die ich brauche. Deswegen lasse ich es erstmal sein, sondern laufe ganz gemütlich hier im Kreis runter und komme mit einem Drehwurm unten an. So, ich könnte hier wieder mit einer Kuppe rein. Aber ich lasse es erstmal. Ihr könnt nicht herauskommen, wenn ihr die demaskierten Hormonen getroffen habt. Also schließt alle nötigen Quests im Brunnen ab, bevor ihr hineingeht. Haben wir doch schon. So, wo genau ist der? Der ist irgendwo da. Laterne. Was? Ja, dieser ist schnuffig. Ach, da ist so ein kleiner Knopf dran. So wie so ein kleiner Gnome, der da flattert. Oh, oh. Oh, oh. Er ist da drin, ne? Wieso geht er nicht rein? Alter! Ja. Genau, da geht's rein. Da sind es die andere Quest. Aber ich bin mal neugierig. Mal gucken, was hier ist. Ich guck's mir einfach mal an. Bring ich alles Punkte. Oh. Nett. Kuckuck. Oh. One hit. Teller sehen wir im Leben. Genau. Die werden wir quasi massig sammeln. Gut. Entweder fehlt uns hier ein Schlüssel oder so. Die habe ich schon öfters gesehen. Ab und zu, wie gesagt, kann man die öffnen. Ich weiß nicht, was da Voraussetzung dafür ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Hä? Ist ja interessant. Kann man damit machen? Fallen lassen. Verständigung für 5 Sekunden. Oh. Können wir auch gegen die Laterne einsetzen? Mal gleich probieren. Linke Maus, das ist klar. Oh, die ist ja schon verstanden. Da lassen wir den Kram. So, wo ging es denn hier rein? Ach, da oben war das. So. Wir müssen hier rein. So, und heißt, sobald wir drin sind, kommen wir nicht mehr raus. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Die Tür ist zu. Spring.
recht mit dem Maskierten. Hong Moon. Noch auftaucht. Seid gewarnt. Ich werde es nicht zulassen, dass ein ungehobelter Hochstapler wie ihr den Namen der Hongmun-Schule beschmutzt. Hey, kleiner Pöbel doch. Momentan nicht möglich. Wächst in die Haltung, bla bla. Ich weiß mal nicht, wie man erkennt, in welche Haltung man ist. Man benutzt den Combo Chi. Hier Sperrfeuer gegen die Maskierten. Ah. Ach, kann man irgendwie resetten, nehmen wir mal um. Zwischt der ist immer interessant. Dann wird man nicht ein Bug ist. Sprecht mit dem Maskierten Hong Moon. Besser als ich gedacht hätte. Ihr steht ja noch. Das kann ich nur bewundern. Licht am Café. Wie jetzt schon erwähnt. Das war's noch nicht. Mal sehen, wie ihr damit fertig werdet. Oh, noch eine Aufgabe? Das Chi in diesem Raum wird eure Kampfhaltung ändern. Aber nur dieses Mal. Alles Übrige liegt an euch. Oh. Ihr könnt sie nur mit Blitzfaust bezwingen. Was ist die Blitzfaust? Ach, die zwei. Toll, wie soll ich denn da rankommen? Hey, gar nicht mal schlecht für einen Hong Moon. Noch verwirrt, kleiner Grashüpfer? Ich bin's, Bruder Hajun. Überraschung, was? War ein ganzes Stück Arbeit, bis hier zu kommen. Es würde die ganze Nacht und länger dauern, meine Heldentaten aufzulisten. Hier bin ich nun. Es hat sich gelohnt. Mich hättet ihr nicht erwartet, was? Nee, ganz bestimmt nicht. Tut nicht so überrascht. So ein paar Witzfiguren in Schlangenhaut können mir nichts anhaben. Hajun, seid das wirklich ihr? Nein, ich bin ein Geist. Ich komme, um euch heimzusuchen. Ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Nein, ernsthaft. Ich freue mich, euch lebendig vor mir zu sehen. So viele Freunde. Alle tot. Aber die Trauer muss warten. Wir haben viel Arbeit vor uns. Das glaube ich. Ihr müsst trainieren. Sehr viel. Wenn wir beide Jin Soo-yun und ihren Spießgesellen nachgejagt wären, hätten wir keine Chance. Ihr müsst den Pfad der Hongmun erlernen, um sie zu besiegen. Mhm. Ich werde euch eine Nachricht senden, wenn ich bereit fürs nächste Training bin. Seid pünktlich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Verstanden? Hey, ich auch nicht. Oh, eins noch. Ich habe die Eingänge unserer Trainingsräume mit einem Talisman versiegelt. Hineingelangt man nur durch dieses Portal oder einen Drachenstrom. Ich denke, das war's. Ich freue mich schon auf unser nächstes Training, Grashüpfer. Ich mich auch. Oh, es gibt Geld. Macht euch bereit fürs nächste Mal. Ah, da ist ein Portal. Hinein, sagt er. Aber jetzt mal hinauskommen, ne? Bling, Essen fertig. Ja, ich denke mal, ich werde euch dann hier immer Pause machen. Zumindest für mich. Ihr werdet garantiert keinen Unterschied merken. Wahrscheinlich schon das nächste Video draußen in der Reihe. Zur nächsten, ja, Trainingsquest, eine Liederquest oder eben zur normalen Kapitelquest, Kapitel 7 zum Beispiel. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal wieder Danke fürs Reinschauen, fürs Reinschnuppern, wie auch immer. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Tschüss und bis dann.